Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück mit Luis Holtby, der immer noch bei uns ist. Felix, unser Tonmann, ja, ist heute vor der Kamera. Wenn der Ton heute besser ist als sonst, dann wissen wir endlich, woran es liegt. Ja, weil der Felix heute vor der Kamera ist und sich nicht um den Ton kümmern kann. Und bei uns natürlich auch der Jan. Moin Jan. Jan ist quasi unser Qualifier, der bei dir, Luis, auf der Facebook-Page sich beworben hat. Du hast ihn ausgewählt. Nach welchen Kriterien? Der hat die Destiny-Jacke an. Riesen Rocket Beans-Fan. Nice, das reicht. Und natürlich HSV-Anhänger. Nur der HSV. Ja, also alles. Und damit haben wir alles abgedeckt. Perfekt. Und gut, siehst du auch noch aus. Also das ist das vierte Kriterium. Klar. Was wichtig ist, schön, dass du da bist. Und wir machen nämlich Folgendes. Wir zocken jetzt einen neuen Strike. Destiny hat ja ein Update bekommen. Und dabei sind auch zwei neue Strikes. Und wir zocken einen davon. Ein Strike ist dabei und dann noch sowas, was ähnliches wie ein Strike. So was ähnliches wie ein Strike. Also das ist wie beim Bowlen, wenn man 9 umschmeißt. Ja. Genau, das zocken wir heute. Ich darf nicht mitspielen, weil die mir einfach keine Konsole gegeben haben. Aber ich werde mit klugscheißerischen Kommentaren euer Spiel zerreißen, solange bis ihr mir denn euren Controller gebt. Genau, wer ist denn jetzt hier wer? Also wer ist Nekrana? Nakrana. Du bist Nakrana. Dann haben wir One Mark Army, das bist du, Felix, oder was? Nee. Das ist Luis und das ist Luis. Ich bin, was geht denn ab? Du bist, was geht denn ab? Das ist wahrscheinlich nicht dein Original Gamertag, ne? Nee. Sonst habe ich dir gerade viele Probleme bereitet. Ja. Bitte nicht weitergeben. Nicht weitergeben, ne? Ja. Luis Holtby, the real one, ist sein. So in etwa. Ja. Genau. Nee, okay, Jungs, dann legt mal Chat den, auf den Schoß. Starten wir den Streik. Bisschen im Chat gucken. Okay. Und dann ballern wir uns da durch, ne? Würde ich mal sagen. Könnt ihr nochmal eure Ausrüstung da abchecken, wenn ihr Bock habt? Alles schon gemacht. Sehr gut. Sehr gut vorbereitet. Ihr seht ganz schön krass. Also ich habe auch Destiny gezockt, aber ich war nur bis Level, weiß ich nicht, 23, 24, 25 vielleicht sogar. Aber das ist jetzt Level 40 und die sehen schon echt beeindruckend aus. Die Typen. Ja, Level 40 und das Entscheidende ist ja jetzt mittlerweile das Lichtlevel, was du durch die Ausrüstung bekommst. Ja. Und das wurde jetzt seit dem neuesten Update erhöht auf 355, glaube ich. 335. 35, klar. Nope. Ich weiß gar nicht, wo war es vorher? 330 oder so? 320 war vorher, ja. Also frag ihn, er ist der Expert. Stimmt doch gar nicht. Ich sitze hier nur, ich habe gewonnen und spiele nur eine Minecraft. Nee, du zockst da schon viel, oder? Ja, doch. Verhältnismäßig viel. Ja. Aber auch so dann mit Kumpels zusammen, oder? Hauptsächlich mit Freunden. Ja. Ist halt eben macht auch am meisten Bock dann. Team Multiplayer, muss man ganz klar sagen. Das macht auf alle Fälle sehr viel Laune. So. Ja, Multiplayer hat viel mehr gezockt dann. Weil der Multiplayer echt super ist von Destiny. So, geht der Ding hier schwarz. Jetzt leg mich mal hin, ne? Genau, ich mach mal hier. Taken Jungs hier müssen wir umbringen. Ah, zack. Ihr entschuldigt, dass ich eure Teamkommunikation durch einige Nachfragen stören muss. Tu jenes. Aber Jan, wie kann man das jetzt storytechnisch einordnen, was da passiert? Im Endeffekt haben wir ja den bösen Fürstchen, okay. Herrn Oryx getötet. Es gibt immer noch so ein paar nette. War der eine Antilope? Ja, so in etwa. Nein, das war so der, genau, der böse Überking. Ja. Und den haben wir im Raid im besten Falle gekillt. Andere kriegen das nicht immer so gut hin. Und im Endeffekt haben wir hier in der Mission jetzt einer seiner treuesten. Oh, ich komme nicht hoch. So ein Sprössling. Rösten, ganz genau. Oh, warum komme ich nicht hoch? Ein schwierig zu reden, ne? Und zu spielen. Ja, Multitasking. Ihr seht ja auch keine Brücke. Nein. Das heißt, ich bin Kerl. Ist, ganz schlecht. Richtig. Okay, die sind genau. Level 6. Wir verfolgen jetzt quasi diesen Nachkömmling von so dem Obermufti. Jetzt müssen wir hier diese komischen Bälle in die Tür da einspeisen, damit die sich öffnet. Aha. Erscheint immer nach und nach neue. Klatsch. Hier in den Lachs reinwerfen. So, Nummer 1. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder neue Gegners. Okay. Ich chill mal hier oben, ne? Ach, da, von rechts. Ja, macht der Papa hier. Klack. Kommunikation ist echt wichtig bei dem Spiel. Also ich werde dann immer panisch und sage dann immer da. Ja, und alle wissen natürlich alle wissen sofort, was heißt. Aber ihr macht das schon ganz gut. Oh, jetzt werde ich ein bisschen eingeengt. Ja, ich krieg auch hier gerade Stress. Einmal Hilfe bitte hier. Jo, danke. Also solange einer lebt, ist alles okay. Ne? Also man kann so Leute reviven, ne? Nur alle drei Tod ist blöd. Ne? Dann ist der Strike verloren. Ja, der Strike ist nicht ganz verloren, aber wir werden zum letzten Checkpoint, sofern wir ihn getriggert haben, zurückversetzt. Oh, da sind die wieder. Meine Güte, ey. Stimme. Ja, aber nervt die Leute, ne? Andere mal.
Also wo Schwing. Haben wir irgendwo Ammunition, wo ich hier aufladen kann? Da liegt immer. Da liegt immer ein bisschen was rum, ja. Jo, okay. Achso, irgendwo müsste noch mal so ein Orb rumliegen. Habt ihr den gefunden? Jo, schon mal eingesetzt. Achso. Luis, Leute sind beeindruckt im Chat. Ja? Ja, weil, also wie gut du spielst. Oh, danke. Was wir nicht, also in Wildcat spielt Luis nicht, sondern in Wildcat sitzt hinter der Couch ein Pro-Gamer, ja, der das echte Pad hat. Und Luis macht dann so die Bewegung mit. Alter, komm da an. Das war nicht einer. Oh, sorry für meinen Ausdruck. Supercharge. Boah, wir sind hier. Wir machen jetzt einfach mal ein Dreieck hier. Klacker. Waffen wechseln. Boah, wo war der denn? Luis, ne? Ja. Kann ich ein bisschen voll labern, wenn du spielst, oder? Ja, klar. Es gibt ich bin ja so in der Zone. Ich bin in der Zone gerade. Sehr gut, bleib da. Okay. Es gibt ja so Trainingsübungen, so diese, die Entscheidungsfindung der Profisportler beschleunigen soll. Ja. Oder so Hand-Auge-Koordination-Übungen und so. Ja. Glaubst du, dass Videospiele trainieren, also Dinge trainieren, die du auch auf dem Platz brauchst? Ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall wird man immer besser in dem Spiel und dadurch kriegt man eine schnellere Reaktion. Weißt du, was ich meine? Also, ja, klar, es gibt verschiedene Übungen natürlich. Bei uns machen wir Live Kinetic, das heißt, da wird das Gehirn praktisch trainiert, dass du ja mehrere Sachen auf einmal merken kannst und dadurch mit deinem Körper auch dann koordinieren mit Bällen etc. Sowas machen wir in der Art, dass du halt da handlungsschneller wirst. Siehst du, das meine ich. Ja. Und Computerspiele helfen wahrscheinlich, weil es gibt ja so Studien, die... Ja. Wurde schon belegt? Also es gibt zu jeder Meinung eine Studie. Man kann sich dann die raussuchen, die einem am besten gefällt. Aber es gibt auch Studien, ja, die das so sagen, ja. Ehrlich? Ja, klar. Ja, zocke ich mal einfach die ganze Zeit. Ne? Ja, das ist halt Training für dich. Im Prinzip trainierst du dadurch den ganzen Tag. Das ist gut. Ja, das ist doch cool. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei hier gerade. Boah, ich komm hier rein. Kannst du dann hier später sagen, so, dass du nach dem Training noch mit den Jungs einfach mal eine Zock-Session, noch ein paar Frags geschossen mal, hast? Sprech mal mit dem Trainer, dann, ja, dass wir ab jetzt mittwochs eine Destiny-Einheit so was, ja. Das schwarze Ding abknallen? Nee, ja, oder? Da kommen die Gegner raus. Ach so. So. Okay. Da unten. Oh, da hinten, ne? Warte, ich zieh mal eben kurz mit der... Ja, was kann man noch sagen zu dem Update? Also es gibt natürlich neues Gear, was man so geil mit farblich einfärben kann. Farblich einfärben vor allem. Okay. Das kriegt man durch so Treasure-Boxen, die man durch bestimmte Events irgendwie pro Woche... die muss man halt absolvieren und dann kriegt man so Treasure-Boxes, wo dieses Equipment drin sein kann. Also wenn man bei mir jetzt mal raufgeht zum Beispiel, wo sind hier diese Handschuhe? Da ist jetzt hier dieser komische rote Chroma. Ja, das sehen wir gerade noch nicht. Achso. Muss die Regie mal bitte einmal auf Felix Konsole umschalten. Regie. Da haben wir es. So. Und das kann man hier, so, solange man noch andere Farb-Chroma-Dinger im Inventar hat, kann man die immer wieder, wie man Bock hat, umfärben. Und so kann man sich seinen Charakter ganz individuell, hier, wenn ich jetzt mal raufdrücke, jetzt ist das leer, jetzt mache ich da einen weißen rein und jetzt habe ich hier so, wow, weiß. Ah. Ich gehe schon mal alleine weiter, ne? Und das ist zum Beispiel neu in dem... Oh, wo bin ich jetzt? In dem Add-on. Bin ich alleine, scheiße. Jetzt hast du irgendwas getriggert, weil die nächste Welle und bist irgendwo alleine. Irgendwo bin ich jetzt. Ach, da seid ihr wieder. Moin. Yes. Oh, hier, komm. Klatsch. Oh, hier geht's direkt schon. Oh, hier ist Action. Die kommen alle da. Pass auf jetzt. Oh, Alter, jetzt geht's ab hier. Jetzt ist Action. Die Hexe rein. Am besten mal die Sniper raus und den klatsche ich erstmal da. Zack. Tschüss. Souverän weggeklatscht, würde ich mal sagen. Hinten ist leider. Ihr macht das schon da, ne? Sehe ich schon. Ziemlich. Bin da ja so im Hintergrund gerade. Du hältst uns den Rücken frei, oder? Ja, dachte ich eigentlich. War doch abgesprochen. Habe ich mich eigentlich hinten ein bisschen ab umgekämpft. Und Jan, du spielst privat
mit deinen Kumpels viel Multiplayer auch, hast du gesagt, ne? Definitiv. Ja, hauptsächlich natürlich strikst du halt eben auch den Raid. Ja. Ja. Du kriegst ja einmal in der Woche quasi dein Loot, den du dann eintüten kannst, um natürlich dann irgendwann mal auf 335 Lichtlevel zu kommen. Und seid ihr so eine Art Clan oder sowas? Oder? Jein. Es fing zuerst an mit einer Art Clan, aber im Endeffekt haben wir uns dann immer die Leute, die wir brauchen, haben wir dann aus dem Bekanntenkreis organisiert. Mhm. Haben dann auch eine nette Truppe zusammengebracht. Ich hab gesagt, du spielst jetzt Destiny. Genau, ja. So sieht's so aus. Ne? Komm ein, spielst jetzt Destiny. Nimmst du das Ubisoft-Spiel mit den ganzen Bugs weg und nimmst schön. Bei der EP ist nicht leer. Okay. Und seid ihr dann immer so als Gruppe unterwegs und seid eigentlich viel besser als alle anderen, weil die anderen eben nicht organisiert sind? So wie ich bin ich zum Beispiel immer alleine gespielt, weil ich keine Freunde habe. Ja, und dann bin ich immer allein rumgelaufen. Und das ist schon bei Destiny wichtig, dass man auch zusammenbleibt. Ja? Weil wenn ich jetzt in einer Dreiergruppe in die Arme laufe, dann hast du ja keine Chance. Ja, ja. Ist es in der Tat so, wenn man sich zum Beispiel für einen Raid brauchst du 6 Mann. Also mit dir dann noch zusätzlich 5. Hast du das Problem, wenn du da wirklich in einer Facebook-Gruppe oder sowas jemanden organisierst, du weißt halt nicht, wie die Qualität der Spieler ist. Man hat Abstimmungsprobleme teilweise und brauchst halt eben insbesondere am Ende des Raids, muss die Kommunikation sitzen. Wenn die nicht sitzt, hast du echt Probleme und deswegen ist es halt eben so wichtig, ein eingespieltes Team zu haben. Ja, aber ich meine jetzt, also ich meine nicht nur so die Raids, also ich meine halt ja auch auf dem Multiplayer-Server einfach. Ja, natürlich, auch wenn du... klassische Team-Deathmatch oder so, das... wenn ihr dann eine geschlossene Gruppe seid, eingespielt seid oder so, dass man dann, wenn man Public zockt, dass man dann zu gut ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich. Also nicht, dass ich das kennen würde, das Gefühl, aber... Also nein, Jan hat halt Glück, dass er mit mir spielen darf. Normalerweise kommen bei mir auch nur ganz andere Level rein, weil ich ja absoluter Pro-Gamer hier bin. Over the top. Aber habe heute mal eine Ausnahme gemacht. Also Jan? Ja, nein, also... Weißt du selber? Ja, wenn du so wirklich zu dritt alleine schon drin bist in so einem Match, das zahlt sich aus. Natürlich, klar, du machst ja alle fertig und ich hänge hier hinten rum und krieg nur Staube nur aber ab. Aber du wolltest Sniper, du hast gesagt, du willst Sniper spielen. Ja, ja, aber ich staub nur ab gerade, ich versuche hier gerade ein paar, aber die klauen mir alle gerade hier. Guck mal, ja, aber die wollen tauschen, dann stellen wir uns noch hin. Zack. So, jetzt geh ich mal vorne an die Front. Klack. Hinterher. Was nehmen Sie jetzt direkt mal nach? Oh, oh, Scheiße, war zu nah. Aber ihr macht das schon gut, ey. Ich sehe, bei euch ist schon... Geben unser Möglichstes. Ja. Das ist schon... Boah, jetzt. Ich gehe jetzt vorne an hier. Komm, ich riskiere alles. Wie oft wechselt ihr auf dem Level noch die Waffen? Und das Equipment so? Ja, nicht ziemlich oft. Ja? Ja. Man versucht immer so das beste Kombination aus allen Waffen da rauszukriegen, die für einen am besten geeignet ist irgendwie. Das kommt auch immer auf die Situation an. Ich meine, du brauchst ja auch für bestimmte Situationen Sniper-Rifle, was gut ist. Mhm. Das hilft dir dann aber nicht, wenn jetzt 300 Nahkämpfe auf dich zukommen, da brauchst du halt eher eine Pumpgun oder so. Dann brauchst du halt, musst du halt schon situationsbedingt dann mal umschalten, also wechselt man schon ab und zu. Sind wir alle da? Nee, ich meine jetzt aber auch, also weil es ja schon ein Spiel mit sehr viel Loot, gerade im Early Game so, dass du häufiger Waffen findest, die dann besser als deine bisherige sind. Und wie ist das im Endgame? Also hat man dann irgendwann sein Gear beisammen, was sich kaum noch verbessern lässt? Oder hast du auch da einen häufigen Wechsel noch? Ja, doch, also es gibt schon noch viel, was man sammeln kann. Und die unterscheiden, das finde ich auch so geil, weil das sind nicht... Ich spiele eigentlich nicht so gerne Shooter, aber die Waffen unterscheiden sich halt ziemlich voneinander. Also es gibt auch innerhalb der Waffentypen... Boah, ich bin fast tot. Irgendwelche Sniper-Rifles, die du vorher aufladen musst. Hinter uns auch noch. Du läufst da direkt in den Gegner rein, ey. Ja, da kam ein Riesen, da kam ein anderer noch. Schon dabei. Aber es ist auch dann so ein bisschen die Sammellust, ne? Die mit einem dann packt im Spiel. Es gibt dann auch oft so manchmal Quests, die nur so ein paar Tage aktiv sind, Intro, die dann irgendeine Google, geile Waffe droppen. Das Ding zumachen, oder? Du hast auch deinen Super noch, ne, Luis? Ja, stimmt, den mach ich jetzt. Ja, war der doch, oder? Nicht viel bei rausgekommen. Ich muss L1, R1 drücken für den Super. L1, L1? L1, R1. Ja, hab ich gerade gedrückt. Da kam das bei rum.
Welche Klasse spielt ihr denn eigentlich? Also, es gibt ja drei Klassen, ne? So sieht's aus. Ich habe ja aktuell den Warlock, den Hexer. Mhm. Mit der Spezialfähigkeit, sich wiederzubeleben, falls er denn mal Platz sein sollte. Währenddessen hat man einen deutlich reduzierten Cooldown an Granaten und auch an der Spezialfähigkeit beim Schlagen. Und die beiden hier haben jeweils Jäger am Start. Jäger habe ich auch gespielt. Das ist doch am geilsten. Sehr flinke Burschen, ja. Boah, ich bin schon was wieder. Oh, schon wieder tot. Jetzt wird's hier echt kuschelig. Was ist da los, Luis? Ich weiß auch nicht. Meine Teammitglieder lassen mich so im Stich. Was? Ja, ich bin hier voll alleine. Das ist auf Kante eingestellt. Das ist einfach echt schwierig. Na, Spaß. Ich bin einfach. Alter, jetzt wird's aber echt mega happig, Alter. Alter. Mach mal hier so. Boah, ist aber echt viel Action gerade, ne? Ich muss mal eben. Oh. Ich kann auch. Ich auch noch. Irgendwie kann man hier nicht ordentlich springen, ey. Kann das sein? Ja, das. Boah, ich bin gerade echt irgendwo. Nein. Ich muss irgendwo eine ruhige Ecke finden. Aber es ist schwer gerade hier. Gott, den habe ich jetzt nicht. Oder hinten? Okay. So, jetzt kommen hier neue Bubbles. Die schwarzen Kugeln müssen wir wegschießen. Also mit drei Mann? So, normalerweise sind es immer mehr, ne? Also ja. Im Raid gibt's mehr und im PvP. Kann, drück doch mal, du hast doch noch deinen geilen Super. Ich hab das ja gesehen, du hast das ja eben gedrückt. Aber jetzt hast du ihn aktiviert. Aber gerade eben habe ich ihn auch gedrückt. Ja, hab ich gesehen, da war irgendwas anderes, ja. Aber okay, jetzt hast du ihn zumindest mal. Es war einmal wenigstens mal, ne? Ja. Sauber. Ja, diese Super-Dinger, ich finde die im Multiplayer, ne? Wenn du irgendwelche, wenn du gegen gute Leute spielst im Multiplayer, die ihn super perfekt einsetzen können, teilweise hast du dann. Dann bist du nur noch gesupert. Ja. Von Ecke zu Ecke rennst du und bist nur noch platt gesupert. Ja. Boah, ich hab keine Munition mehr hier. Ein bisschen nervig manchmal. Wir werden's. Keine Munition. Wir haben ihn gleich. Er fällt da. Ja, hat den? Ja. Ober. Ist er weg? So, warte, ich muss mal eben Munition hier, weil ich hab grad. Oh, hier. Exolu. Ich hab was Lilanes. Oh, hast du? Was ist Exolu? Was ist das? Oh. Es gibt exotische Items, die halt eben eine Spezialfähigkeit haben. Oh. So, wollen wir denn hier? Was gelbes haben wir? Munition. Schüchen bekommen. Grün baue ich für Munition. Die musst du aber noch identifizieren lassen, ne? Genau, musst du Kryptarchen noch auspacken, damit wir irgendwas dann tun. Ich hab noch nie gelbe Schuhe oder irgendwas Gelbes gehabt. Boah. Ja, der Blick. Kostet ja, schon viel an. Kraft gerade, ne? Wenn man sich erst so konzentriert, dann ist man. Ja. So. Apropos gelbe Schuhe, Luis, ne? Was sollen das eigentlich mit den ganzen bunten Schuhen immer? Welche bunten am Schuhe? Fussi. Ja, ihr tragt immer so knallbunte Schuhe mittlerweile. Was zu meiner Zeit in der Kreispresse wurdest du aber weggegrätscht, wenn du keine schwarzen Schuhe hattest. Ja, ist heutzutage. Also ich habe ja einen coolen Deal da mit einer coolen Marke und die machen halt geile Fußballschuhe und bei denen bin ich schon seit 10 Jahren trage ich nur diese Schuhe und die machen immer saubequeme, aber auch vom Style her auch geile Dinge. Weißt du, ich glaube, irgendwann kommt das zurück. So wie mit Schlaghosen, es kommt alles wieder. Dann ist es super cool, wenn man schwarze Schuhe trägt. Und dann irgendwann wird das wer fängt damit an? Irgendwie so Ronaldo oder Messi oder so. Der trägt dann nur noch wieder schwarze Schuhe, so klassische Modelle. Ja. Und dann folgen alle anderen. Die sehen auch cool aus. Ich finde auch komplett weiße, finde ich auch richtig cool. Ja. Aber es ist schwarze schon. Aber wir als Kinder, sage ich mal, wenn du im Fernsehen geschaut hast und da war dein Star oder dein Lieblingsspieler, der hat dann komplett schwarze Schuhe, dann weiß nicht. Ja. Hat der nicht den Effekt, wie als wenn der jetzt hier lila, orange, gelb. Wir sind ja heutzutage 2016 und dann geht der mit der Zeit. Ne? Und ja, das ist recht. Sonst würde jeder noch Copper tragen. Ne? Coppers oder keine Ahnung für einen Schuh, ein Tiempo oder in schwarz. Total. Ich kicke immer noch in Sambas und in den Beckenbauer-Schuhen. Ja, natürlich sind die bequem, aber im Endeffekt ist man, also als Kind zum Beispiel, wenn ich neue Schuhe bekommen habe, und die waren so Glitzer oder was ich, dann hat man den ganzen Abend im Spiegel geguckt, welche Perspektive ist am coolsten. Und das ist echt so. Und die armen Eltern tun mir leid, weil die immer wieder ein Portemonnaie rein müssen. Ne? Ja, aber mittlerweile hat sich das wahrscheinlich refinanziert, die Investition deiner Eltern in dich. Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass es nur bei allen so wäre, ne? Weil es natürlich im Endeffekt sehr teuer für alle. Ja, meine Eltern haben relativ früh erkannt, dass diese Investition sich nicht auszahlen würde. Und deswegen habe ich immer die Fußballschuhe immer zwei Größen größer kaufen müssen, damit ich da noch reinwachsen kann. Okay. Dann konnte ich die länger tragen. Ja, macht Sinn. Ja. Bei mir ist nicht viel gekommen. Also ich bin auf jeden Fall auf 41 stecken geblieben. Ja. Und von daher. Aber du musst keinen Nachteil. Lothar Matthäus hat, glaube ich, 39, ne? Ehrlich? Ich glaube. Also dann
Kindergrößen ist ja immer günstiger gewesen damals. Zum einen das, und man sagt auch, dass Techniker kleine Füße haben. Der? Ja. Ja, schön. Also hat man mir immer eingeredet also, wollen. Aber auch Tontechniker? Ja, Techniker. Tontechniker haben auch kleine Füße, ja. So, wo seid ihr jetzt? Da so, wir sind jetzt hier quasi in der Stadt. Also Phase 1 des Strikes ist abgeschlossen, ja? Oder den was? Strike haben wir abgeschlossen. Jetzt war das schon der komplette Strike? Ja. Und jetzt gucken wir mal, was er für einen geilen Loot kriegt hier bei, guck mal, ja, bei Dings. Können wir mal raufschalten. Bei, hier ist ein neuer Tanz, ja. Bei Jan. Was ist das, der Sprengler, oder? Nee. Echt? Was ist das? Pfeil und Bogen? Ja, oder ist der Sprengler. Okay, ja. Oder ist das der Chicken? Hallo. Ihr Fußballer mit euch verrückten Jubeln. From the outside. Okay, du wolltest irgendwas zeigen. Bei Jan ihn, können wir mal sehen, er hat irgendwie dieses geile Engramm bekommen. Jetzt können wir sehen, was da rauskommt. Jetzt können wir die Schuhe identifizieren. Ja. Ja, nice. Die gelben wollen wir. Die hier, die du anhast, da? Ah, guck mal. Nee, die Eggards. Was können die denn? Können die irgendwas? Sind für den Jäger, den ich gerade nicht Tanz für mich am Start habe. Deswegen haben wir auch keine Preview. Die haben die Ability, dass man, während man halt über Kim und Korn zielt, trotzdem noch deutlich schneller laufen kann. Ansonsten bist du ein bisschen deutlich langsamer, verlangsamt, weil du halt eben immer schön rüber schaust und so geht das. Sieht schon gut aus, wenn PvP ich mich da einsetze. Ja, genau, das klingt danach. Und aber du hast jetzt ja ein Mage hast du, ne? Oder was? Genau, ich habe einen Warlock. Die Schuhe sind für den Jäger, kann auch nur der Jäger ausrüsten. Aber die kannst du übertragen auf einen anderen Charakter. Genau, die kann ich ohne Probleme dann auf den Jäger schützen. Ja, das ist ja so, dass man mit Tekken King, glaube ich, ne, konnte man dann auch, oder war das früher schon, dass man dann sich den 20 Charakter in dem Spiel, quasi ohne ihn zu spielen, kannst du erstellen konnte, so, ne? Tanzen. Ja, es gab ein Item, wo man direkt instant auf Level 20 Leute spielen online, konnte. Die können doch jetzt eigentlich, hallo. Reicht auch, wenn du einen Level 1 Charakter hast, dann kannst du ja auch die Items hin und her schubsen und hallo. Das geht alles. Während die beiden hier albern sind und die NPCs veralbern, kurz mal für euch der Hinweis. So, ihr seht natürlich die fetten Preise, so ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3. Kennst du noch 1, 2 oder 3, Luis? Ja. Früher, Michael Schanze? 1, 2 oder 3. Jeder, so. Genau. Und da hat man die Kinder auch mal, das war für mich mal so geil, wenn ich diese Regale gesehen habe. Ich wollte unbedingt auch mal da gewinnen. Und so ähnlich müssen sich unsere Zuschauer fühlen, weil wir hier auch Köstlichkeiten aller Art in die Kulisse verbaut haben. Cool. Unter anderem diese PS4, dann haben wir hier noch Destiny in der Xbox One-Version. Das ist König der Besessenen hier, das fantastische Boxset. Dann haben wir jede Menge T-Shirts und andere Leckereien. Und jetzt fragt ihr euch, was muss ich dafür tun, um das zu gewinnen? Es ist eigentlich relativ einfach. Geht auf unsere Facebook-Seite, Rocket Beans, unsere Facebook-Seite, nicht die von Luis, der hat genug Follower. Und das Spiel... Können wir gerne bei mir reingehen. Sie können bei dir reingehen. Und dann seht ihr Destiny. Ja, genau. Aber Rocket Beans. Wenn ihr gewinnen wollt, dann geht ihr bei uns rauf. Und die Aufgabe ist, einen besonders kreativen, lustigen Hüternamen. Ich habe ja Ron Weasley vorgeschlagen, als besonders lustigen Hüternamen. Das ist aber ein Insider-Witz für Leute, die Harry Potter mögen. Den könnt ihr jetzt nicht mehr nehmen. Der ist dann auch jetzt von mir gewesen. Also sucht euch irgendeinen lustigen Hüternamen aus und postet den auf der Facebook-Seite. Und dann wird unsere Redaktion, die humoristisch sehr kompetent ist, die Gewinner einfach auswählen. Ja, aufgrund ihrer Qualität. Du weißt ja, wie das ist, ausgewählt zu werden. Hast du einen Tipp vielleicht? Hans Wurst hatte ich. Ach, das ist als Hüternamen. Ja, ja, Hans Wurst hatte ich. Kann sofort ich jetzt Hans Wurst, ich schon mal gesehen gehabt. Ja, da hast du aber jetzt Glück gehabt, dass der Luis andere Auswahlkriterien hatte. Ja, auf alle Fälle. Ne? Das ist trotzdem. Genau, also das ist eure Aufgabe. Wir werden das irgendwann auflösen. Ja? So. So. Nun. Jetzt geht's weiter. Was macht ihr jetzt? Jetzt gehen wir weiter spielen. Gut. Ins andere Strike, wie du so gesagt hast. Das ist dann dieser halbe Strike jetzt, oder was? Ja, warum das ist quasi. Diesen Modus gab es schon mal, der wurde jetzt neu aufgelegt mit dem Update. Und zwar auf das aktuelle Level. Und das ist Prison of the Elders, Gefängnis der Alten. Oder wie heißt das auf Deutsch? So sieht's aus. Ne? Prison is a Dancer. Ja. Und da muss man so verschiedene Phasen mit Gegnern durchlaufen und kann am Ende geilen Loot abstauben. Gut. Das machen wir jetzt. Okay. Also eigentlich das gleiche eben, nur abballern. Oder machst du wir sind schon im Team und fahren los. Im Team? Okay. Warum habe ich eigentlich ein grünes Schiff? So ist es. Warum hast du ein grünes Schiff? Warum hast du eigentlich ein grünes Schiff? Das müsste blau sein. Das ist ein Streich eines Werder-Fans. Hast du das gemacht? Nicht? Nee, Mann. Das Ben war Gunnar das. Ach, Gunnar, genau. Ja, ja. Der war der. Ja, ja. Gunnar, ne? Ich würde dir kein grünes Raumschiff geben. Nee? Nee. Das will ich nicht machen. Kann ja alles, ne?
Aber wie viele Schiffe gibt es da mittlerweile? Keine Ahnung, 50? Ich kenne die alle nicht da, die ihr da habt. Du kannst dein Schiff auch ändern. Ich weiß nicht, ob du noch andere zur Auswahl hast. Im Menü. Ich? Ja. Sonst ins Menü gehen. Hier, ne? Option. Ja. Ja. Na, unten auf den Pfeil. Ah, jetzt sind wir gerade da. Ja. Nächstes Mal. Okay. Aber das ist jetzt ein cooles Outfit, ey. Ja. Gold Edition. Diesen Raid gab es jetzt vorher schon, der ist jetzt ein bisschen geändert. Aber wie oft, also genau, die dann immer wieder, um Loot zu finden? Oder wie macht ihr das? Ja. Also du musst irgendwie 5-mal gegen 3 Gegnerwellen in verschiedenen Szenarien kämpfen und am Schluss kriegst du eine riesen Schatztruhe. Okay. So, würde ich das erklären. Auf geht's in den Kampf. Jetzt müssen das ist der Typ aus Portals. Ja, so ähnlich. Cake is der erzählt einem jetzt immer, was man machen muss. Jetzt musst du gegen Kabal kämpfen, diese fetten. In Kabal? Mit dem Schild. Genau. Es gibt ja 4 verschiedene Rassen in dem. Ist das nicht so eine Lehre? Madonna lebt doch auch irgendwie Kabal. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich denke, Madonna spielt nicht mehr. So. So, jetzt müssen wir erstmal, da oben steht 0 von 3 Waves completed. Jetzt müssen wir erstmal alle abballern hier. Ich spiele auch, also Multiplayer habe ich auch mal mit so einer, ich habe immer so eine Magnum gefunden. Und der habe ich immer gespielt. Und ich finde, das hat Stil. Ja. Weil alle haben so riesen Waffen und wenn man selber mit so einer Handfeuerwaffe rumläuft, ich finde, das hat Stil. It has it, ne? Mhm. Weil da ist auch jeder einzelne Schuss viel wertvoller, weil wenn du eine Assault Rifle hast oder so, da ballerst du dann irgendwie 100 Schuss weg. Mhm. Aber mit so einer Magnum muss halt jeder Schuss sitzen. Das ist viel mehr... Also Nervenkitzel. Das ist Nervenkitzel und es ist auch... Der Immun? Mehr Wumms hinter. Ja, vom Skill her einfach viel, viel mehr. Ach, hier oben die Birne drauf. Okay. Schön in den Kopf reinlunzen. Jetzt ist mal hier, ihr habt aber... Geh aber schnell. So, wo sind die? Mein Special Move ist da wieder... Die erste Runde ist immer ziemlich low und dann... Zieht aber schnell an, zieht's an, doch. Ja, so, warte. So, jetzt haben wir 1 von 3 schon, ne? Waves. New Enemies. Ich gucke auch so nebenbei mal in den Chat, also wenn ihr Fragen habt an die 3 Kontrahenten... Ja. Dann, ne, du bist ja Kontrahent, also ich meine, ja, der Chat, ja, ne, Fragen hat... Dann, die können ja ruhig fragen. Genau, die sollen fragen. Ja. Oh. Bringst mich jetzt wieder raus. Jetzt gucke ich in den Chat. Also jetzt wäre die Chance, quasi zu fragen. Mhm. Nee, Mann, das... Boah. Das war Action. Ich hab keine Munition mehr hier. Frag Luis mal nach Bale, sagt jemand. Hast du auch noch mit Bale zusammengespielt bei Tottenham? Richtig, ja. Ja. Also, er hat jetzt leider seine Frage nicht weiter konkretisiert. Ich soll dich nach Bale fragen, hat er gesagt. Also, wie ist Bale denn so? Ganz nett, also. Ganz netter Kerl. Er hat mich, als ich auch angekommen bin, hatte, wo ich noch im Hotel geschlafen habe, mit zum Training auch genommen, öfter mal. Also, er ist sehr sympathisch und natürlich ein sehr guter Fußballer. Hättest du gedacht, dass er mal so vor 100 Millionen wechselt? Für die Summe jetzt weiß ich nicht, aber ich habe schon also von seinen Anlagen gesehen, dass er auf jeden Fall für ganz hohe Aufgaben bereit ist. Und dass er bei Real spielt, ich meine, er steht in der Kritik, aber seine Stats sind trotzdem nicht so schlecht. Also die sind schon ziemlich stark. Was hat er so auf Stärke? Ich weiß nicht, was er für Stärke hat. Ich meine, ich rede jetzt von der Realität, nicht von FIFA. Oh. Ach so, ich dachte Stats. Oh, Supercharge. Topscorer 67 fragt dich nach deinen Essensgewohnheiten. Isst du immer gesund? Achtest du auf deine Ernährung? Ja, also sag mal 90% bin ich schon der Meinung, dass gute Ernährung einen weiterbringt, auf dem körperlichen her. Dass du halt mehr Power hast, auch gerade für die Spiele. Dass ich zum Beispiel vor Spielen oder 24 Stunden vom Spiel auch dann auch komplett auf Fleisch verzichte. Und ziemlich viel Gemüse esse. Aber wie gesagt, es gibt auch Momente, wo ich mir natürlich auch mal was gönne, was... So, jetzt haben wir die erste Runde geschafft. Ist. Also sprich, keine Ahnung, wenn wir eine Cola trinken oder ein Bierchen trinken oder halt das, was jeder normale Mensch auch macht, also nicht Leistungssportler. Aber sonst versuche ich schon
eine sehr ausgewogene Ernährung zu haben. Richtig so. Richtig so. Ich schaffe das nicht. Dann schreibe ich so. Finde ich gut. Ist wichtig. Deswegen bin ich wohl auch kein Sportler geworden. Zumindest kein Leistungssportler. Ja, ist ja. Ja, kann seinen eigenen Weg gehen. Was ist das denn hier? Ich hatte auch das Potenzial, aber ich. Schießt ihr drauf? Nö, hab mich einfach nicht gut ernährt, sonst hätte ich es auch geschafft. Aber Ernährung ist schon wichtig. Es kann vieles beeinflussen. Ja, aber früher haben die auch gefressen, was sie wollten, oder? Die Leute. Da gab es sowas nicht. Die haben einfach reingehauen. Und geraucht auch und gehurt. Ja, und alles. Schon, aber damals war der Sport, damals war, glaube ich, das Tempo oder die, ich glaube, es war nicht so hoch. Man ist, glaube ich, keine 13, 14, Kilometer 12 genau. Kilometer gelaufen. Ne? Du bist ja eh so ein Dauerläufer. Ne? Du bist immer so einer, der am meisten läuft von allen im Team, ne? Ja, ich fühle mich richtig fit, sage ich mal. Das ist eine Pferdelunge. Die anderen lassen auf der Position und bist ja fast das Bindeglied zwischen Abwehr und Verteidigung. Oder bist es. Und dann musst du halt viel nach vorne und viel nach hinten. Also sehr positionsabhängig. Ne? Der Innenverteidiger, der läuft nicht so viel wie ein Sechser. Dafür sind auch Außenspieler, die laufen viel. Oder Außenverteidiger. Also je nachdem, welche Position du hast, läufst du halt dementsprechend. Kommt auch auf die Spiele drauf an. Hast du viel Ballbesitz, hast du wenig Ballbesitz oder. Natürlich alles davon. Ich bin gerade hier mitten in the game, sorry. Ich kann nee, ist alles gut. Ich finde das wunderbar. Das ist nicht so einfach, ne? Ja, das ist wie ein Fußballspiel. Ja. Da muss ich auch konzentrieren. Ja, klar, genau. Kannst du dich auch nicht mit jemandem unterhalten nebenbei. Ne, kannst du keine Faxen machen. Gerade wenn hier, ne? Ich habe auch eine Verantwortung gerade gegen meinen Teamkollegen hier. Was für eine? Du hast, glaube ich, gerade gesagt, du bist Bindeglied zwischen Abwehr und Verteidigung. Ja. Das findet der Chat jetzt gerade sehr lustig, aber das passiert halt einfach, wenn man... Das findet der Chat lustig? Ja, das passiert halt, wenn man nebenbei zockt. Oh, ich hol dich. Dankeschön. Schon am Start. Vielleicht machen wir da so ein Format einfach, wo man ein Interview macht mit jemandem. Ja, wenn man abgelenkt ist. Ja, der gleichzeitig irgendwie zockt. Ich finde es immer ganz lustig. Ja, aber es ist echt anstrengend gerade, sage ich mal. Die ganze Zeit hier so konzentriert auf die... Dann werden mich jetzt einige auslachen, aber es ist wirklich gerade... Lässt schon viel Kraft, ne? Mo Morrison fragt, mit welchem Spieler war es am unangenehmsten zu spielen? Wahrscheinlich meint er jetzt aber nicht Destiny, sondern Fußball. Wer war so dein unangenehmster Gegenspieler? Ralf Gunesch wahrscheinlich, ne? Ja, oder ja, auf jeden Fall die Viererkette von St. Pauli. Damals, als ich bei Aachen war. Da waren schon ein paar harte Jungs dabei. Wer waren da noch? Ich erinnere mich noch, als ich gegen West Ham gespielt habe. Sauber. Collins hieß der, glaube ich. Ein großgewachsener walisischer Nationalspieler in der Innenverteidigung. Der hat auch mit anderen Mitteln gespielt. Okay. Also was sind das für Mittel? Ja, Trash Talk und hat auch mal schön eine vor die Beine geholt. Okay. Also der war schon das, was man sich unter Premier League so hart, aber fair, war das hart. Mal eine sportpolitische Frage so, ne? Ja. Was hältst du denn so von der Debatte, die ja bei Erfolgsformaten wie Bundesliga auch regelmäßig Inhalt ist, über so diese schauspielerischen Einlagen im Fußball heutzutage? Ja, weil man so als Betrachter das Gefühl hat, es ist, man muss neben seinen fußballerischen Qualitäten auch schauspielerisch talentiert sein. Warum? Um in der heutigen Zeit, ja, weil es wird viel, es ist schon auch, sag ich mal, Freistöße rauszuholen, ich will jetzt nicht Schinden sagen, ja, oder eine gewisse Theatralik an den Tag zu legen. Warum ist das in der Bundesliga? Ja, ich finde es schon sehr auf. Ich finde in England. Aber was ist in der Kreisklasse? Oder in der Bezirksliga oder Landesliga? Da gibt es ja auch Spieler, die gerne mal einen Elfmeter oder sowas rausholen. Da hast du definitiv recht. Bei uns siehst du das alles im Fernsehen. Aber bei denen ist es ja auch. Ich habe ja auch Kumpels, die in der Kreisklasse spielen. Da habe ich auch schon sehr viele Leute fallen sehen oder. Aber da geht es ja eigentlich. Also da geht es natürlich um Spaß, aber da geht es jetzt ja nicht wirklich um. Existenzielle Sachen. Aber also, wie siehst du das aus Spielersicht? Du bist jetzt ja niemand, der da jetzt großartig negativ auffällt. Also zumindest bist du nicht irgendwie. Also ganz ehrlich, mir nicht negativ das passiert so wie es ist. Fußball sind Emotionen, das ist Hitze, es geht um viel und da passiert, also da kann es mal vorkommen, dass eine Schwalbe passiert, da kann es vorkommen, dass einer eine Tätigkeit. Also es ist halt über die Jahrzehnte immer mal passiert. Rudi Völler hat mal Spucke hinten in die Locken reinbekommen. Ja, also hat einen Haarausfall bekommen. Also es ist echt, wirklich, es ist einfach im Fußball so, das kann man nicht ändern. Von daher, ich toleriere es jetzt nicht, dass einer jetzt da großartig Schwalben macht oder so, aber es ist halt,
Aber ist es für euch so akzeptiert, auch so innerhalb der sag ich mal, der Profigilde, wenn jetzt so ein Vidal quasi so ein Ding macht wie gegen Bremen? Ja, aber ich glaube, das mehr oder weniger, ich habe das Gefühl gehabt, das war mehr Schutzhaltung, weil der Sternberg, glaube ich, war das, ne? Ja. Der kam ja schon mit zwei Beinen voraus. Das ist schon, er kam schon sehr angerauscht. Ja, das war schon, er kam mit zwei Beinen voraus und manchmal ist es ja so ein Reflex, dass du dann halt entwischen willst, ne? Aber so, also mal abgesehen von diesen offensichtlichen Dingen jetzt, wie die Aktion von Vidal jetzt, ja, es ist ja oft so bei Zweikämpfen, dass man das Gefühl hat, okay, da hättest du dich jetzt nicht fallen lassen müssen. So, es gibt ja auch gewisse Mannschaften, vielleicht, die das, sag ich mal, konsequenter machen als andere. Ärgert dich das nicht? Ich hab ihn kaum berührt, der fällt um. Ja, klar, natürlich. Also, es ist aber immer ein. Ja, es ist eine Momentaufnahme. In dem Moment denkt man halt so, ich habe auch schon mich oft beschwert, wenn der eine sich mal fallen lässt oder immer meckert oder so, aber im Nachhinein, wenn ich das jetzt so nüchtern betrachte, ist es einfach der Fußball. Er lebt von Tatsachen, Entscheidungen, von Emotionen, von solchen Dingen, von Nicklichkeiten auf dem Platz. Von daher, wenn ich das jetzt so sagen würde, es passiert einfach. Es ist einfach so, muss man so stehen lassen. Was ist der Unterschied? Also hast du das gemerkt, dass es in England anders zur Sache ging? Ist das irgendwie anders auf dem Platz? Ja, schon. Also es wird viel, viel mehr weitergelaufen. Die Schiedsrichter pfeifen weniger ab, sagen wir mal so. Laufen dadurch die Spieler auch eher weiter, weil die Schiedsrichter weniger pfeifen? Also werden die erzogen, sag ich mal? Nee, es gibt auch viele Spieler, die natürlich in der einen oder anderen Situation clever im Zweikampf sind, aber. Da wird natürlich die Schiedsrichter lassen viel weiterlaufen, aber das sind auch viele brutale Fouls. Also das sind auch, sag ich mal, die sind schon ziemlich rustikal am Zweikampf gewesen. Also das ist die Erfahrung, die ich jetzt sagen kann. Nun gut, ich sehe schon ein bisschen die Ich bin gerade ein bisschen wieder. Wegen dir gehe ich die ganze Zeit K.O. hier. Das ist okay, du hast zwei Kumpels, die das auffangen. Dankeschön. Vielen Dank, Jungs. Und vor allem, du hast eine Entschuldigung. Ja. Also sag, keiner kann garantieren, dass du besser spielen würdest, wenn ich nicht mit dir rede. Aber so hast du eine Entschuldigung. Ja, aber ich lebe ja nicht von Entschuldigung. Ist ja blöd. Oder? Das stimmt, da hast du recht. Wenn ich jetzt sagen würde, auf jeden Fall machen die anderen beiden einen super Job. Ich habe gerade mal auf die Statistik geguckt. Die waren... Ja, du wirst ja auch hier durchlöchert von mit Fragen. Deutlich besser. So, wo seid ihr? Abgelenkt. So, jetzt geht's, glaube ich, weiter. Jetzt müssen wir so Minen zerstören, ach, die erscheinen. Ihr, ne? Immer noch. Da jetzt, da bei A, oh, muss ich zum Beispiel das Ding zerstören. Oh, da. Oh, hier, das da? Ja, jupp, genau den. Jetzt geht bei B, geht's weiter. Wir haben nur eine halbe Minute Zeit, die zu schrotten. Okay. Jetzt geht's in die Crunch-Time, ja? Jetzt, okay. Ich lasse euch mal in Ruhe jetzt. Boah, damit ihr mal... Ding hier? Was muss er? Und jetzt gibt's noch einen dritten irgendwann. Der taucht gleich auf. Hier? Boah, Alter. Das Ding? Nee, den da, wo C steht, da oben. Ach, da oben, das Ding. Boah, okay, woanders explodieren, Mann. Boah. Boah, okay. Boah, es ist hell hier gerade, leck, endlich. Ach, das Riesending. Und da dicht. K.O.? Ja, gut. Jo, jetzt müssen wir alle Gegner platt machen und dann. Aber hier ist doch so ein Ding. Vorne los. Schau mal. Boah, ich hab keine Munition mehr. Uiuiui. Da finde ich Munition. Bin gerade. Ah, da. Das Grüne, oder? Genau, grün und weiß. Boah, was ist denn da? Ach, da sind die unten, hier unten. Willkommen! So, Alter. Oh, ich hab keine Munition. Ich hab nur einen Sniper gerade. Ich bin ziemlich. Ich muss mich gerade verstecken. Schwert hier, Alter. Jetzt komm ich mit dem Schwert hier an. Ich verstehe, was du meinst. Ach, du Scheiße. Warte, so. Ich sammle mal ein bisschen Munition. Wir nehmen noch immer was. Oh, du hast ein Schwert. Wie lang ist das? Yeah. Wie lang kannst du das benutzen? Das verbraucht quasi auch Munition. Da unten steht jetzt gerade 22. Ja. Wenn ich einmal schlage, geht es Nur noch 21. Aber kannst du Munition davon einsammeln auch? Genau, oder ist das, ist halt eine schwere Waffe, so wie ein Raketenwerfer oder so. Ah, okay. Also anstatt dessen. Quasi. Aber dieses Schwert gibt es auch erst seit dem Update. Wollte ich gerade sagen. Ja, das muss man sieht ganz geil aus. Ja. Das ist cool. Also die Schwerter gibt es ja schon seit dem Taken King. Boah, Alter. Aber das Schwert ist jetzt zum Beispiel neu. Boah. Oh, da sind
die explodiert hat. Da will ich nicht raufhauen. Schon wieder gestorben. Oh, da ist schon der. Oh, 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 oh. Jetzt hänge ich hier fest doch. Luis ist ein bisschen tot, also wenn ihr ihm helfen wollt. Ja. Jetzt bin ich's auch. Oh, Alter! Lol. Jan, jetzt liegt alles an dir. Echt? Alle Augen auf dich. Alle Augen auf dich. Einmal bitte auch auf Jan schalten. Auf seine Konsole. Nein! Jetzt haben wir versagt. Oh, ihr habt versagt. Und ganz obwohl ich meine Klappe gehalten habe. Scheiße. Was ist da los? Egal, oh, machen wir es nochmal. Comeback, ja. Ich mal dance noch eine Runde. Super nice. Das habe ich falsch gemacht. Ich muss, glaube ich, vielleicht mal die Waffe ändern, oder? Die macht die nicht viel Damage, oder? Muss man nach den Zahlen gehen, die höchste. Die höchste, ja. 308. Gerade habe ich die hier, ne? Oder? Mhm. Oh, da dachte ich schon mal eine Steigerung. Jetzt ist halt wieder eine Handkanone, aber. 100. Ja, die Werte sind natürlich auch in Relation zum Waffentyp, ne? Oder? Wie oder? Meinst du? Naja, also. Ja, gut, die machen jetzt nicht alle gleich viel Schaden, aber. Hecke, was ist das trotzdem, denn? Je höher der Attack. Wert, umso stärker ist die Waffe im Schnitt. Okay. Die haben natürlich alle mehr oder weniger Durchschlagskraft, je nachdem wie schnell die schießen, aber... Aber die brauchen natürlich Zeit hier, ne? Oh, jetzt seid ihr schon mittendrin? Ich hab grad die Waffe gerissen. Mittendrin statt nur, ja. Okay. Boah, wir haben einfach mal schon mal losgemacht hier. Boah, das sind aber auch Lichter gerade hier. Hinter mir, ne? Boah, da. Schon wieder gestorben. Ich hol Was ist da los? Ich weiß auch nicht. Du bist zu offensiv. Ja, ne? Ja. Ist zu offensiv. Wie auf dem Platz, ey. Mensch, du. Hab ich eine Pistole genommen. So, jetzt hab ich komplett angenommen dafür. Bam. So, abledern den Lachs. So, jetzt geht's wieder los mit diesen Minen. Enemies come, Guardian. Thirst for your light. Seek mines, destroy them. Die ist auch eine Autoreife. Oh Mann. Da liegen super viele Knochen rum. Wo seid ihr? Hier? Warum liegen da so viele Knochen rum? Gab's vielleicht einen. Von den ganzen Hütern, die da alle gestorben sind. Hütern. Da kannst du recht haben. Alles tote Hüter. Boah, nee. Oh, ich hab's hier noch. Komm aber auch. Du bist wieder Last Man. Dieses Mal nicht. Standing. Dieses Mal nicht. Hast du es geschafft? Ja, sehr gut. Da. Alter Schwede. Boah, was ist los das hier? Hast du mit dem Leben bezahlt aber, jetzt. Achso. Nee, aber er kann wieder mit dem Leben. Ja. Moloch. Was passiert jetzt hier? Ja, das ist ein Abwehrkampf gerade. Hier ist der Boah, Ding. Verpasst. Ich muss den wegmachen. Jawohl, da ist noch einer, ne? Hast du? Sehr schön. Halloween Night oder was das ist da? Boah. Hinter mir auch noch, oder was? Alter, ich bin umzingelt. Jungs, wir müssen uns mehr absichern. Was ist da los, Luis? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal genau ein bisschen sammeln. Ja. Aua, aua. Jetzt kriege ich hier auf der rechten Seite. Da muss, einer muss jetzt hier aber auch mal die Kommandos geben und das in die Hand ja, nehmen. Ja, warte, ich suche euch jetzt gleich. Ne? Einer muss das Alpha-Tier sein hier. Jetzt. Wir gehen alle mal jetzt hier drauf. So, wir müssen am besten mal hinter uns zusammenbleiben. Oh, hier ist eine Wand sein, wo nichts von hinten kommen kann, oder? Ja, da würde ich folgende Position empfehlen. Oh. Aber wir haben gleich wieder die Minen am Hals, deswegen bringt uns das nicht wirklich viel. Hier hinten kann man sich immer ganz gut verstecken. Alles klar. Okay, lead the way. So. Wie oft hast du das denn jetzt hier schon gespielt, Jan? Oh, ich habe da schon gar nicht mehr mitgezählt, aber schon recht häufig. Okay. Auch damals in den ersten DLCs. Die müssen wir gucken. Achso. Genau. Wo das Gefängnis halt zum allerersten Mal auftauchte. Da hast du auch immer gespielt bis zum Abwinken, weil du hast ja halt dem echt guten Loot bekommen. Mhm. Aber von daher, das lohnt sich auf alle Fälle. Boah, schon wieder. Ist wieder fast am Limit hier, wenn das. Oh, die sind da. Oh. Oh. Oh, oh, wo seid ihr, Jungs? Ich bin wieder da. Oh, geht weiter. Alter, ich bin. Okay, jetzt ist Felix tot, Jungs. Ja, mal gucken. Einer ist immer tot. Ja. Ja, das bin wohl erstmal muss hier die ganze Zeit. Ah, Jan, du musst er muss das Ding zerstören erstmal.
Vielleicht. Ja, oder einfach noch 20 Sekunden warten, bis zumindest Felix wieder lebt. Ja. Und die nächste Mine ist auch schon wieder in der Mitte, ne? Am besten versteckt sich mal eben 8 Sekunden. Also man kann ja auch einfach mal überleben jetzt, ne? 8 Sekunden. Ja, aber gar nicht mal so einfach. 2, 15 Sekunden ist das Ding schon. 1. Und wir verloren. Ah, das war knapp. Okay, aber Felix ist wieder am Start. Da kannst du nicht mehr hobbeln. Eine Sekunde, jetzt seid ihr wieder komplett. Schaffst du. Okay, es ist Jan in der Zwischenzeit tot. Oh, das ist ja echt. Sehr das schön. Ding da? Das war close. Geschafft. Boah, wo bin ich hier? Ah, in der Gruft. Ah, Alter, hier sind auch überall diese Freckels, ey. 10 Sekunden musst du durchhalten oder du belebst mich. Oh, shit, ich mal. Boah, ich hab keinen Plan gerade. Ich hab Dauerfeuer hier drauf, alles. Sind wir da. Was genau ist jetzt das Missionsziel, außer alle platt zu machen? Es gibt insgesamt 5 Runden, unterteilt in 3 kleine Wellen, die man halt eben überstehen muss. Danach bekommt man halt eben den netten Loot. Und so halt diese Prüfung quasi. Und diese Wellen unterscheiden sich manchmal in den Szenarien. Und manchmal muss einfach nur alle platt machen. Jetzt gerade mussten wir diese Minen zerstören, die immer, also 3 Minen erscheinen zufällig auf der Karte und dann musst du hinrennen und die kaputt machen. Wenn du es innerhalb der Zeit nicht schaffst, ist verloren quasi. Musst du dir die 3 Wellen von vorne spielen. Und das war's jetzt? Jetzt haben wir, die dritte Zone oder was geschafft. Jetzt müssen wir noch 2 schaffen, dann haben wir es geschafft. Aber hat ja jeder was beigetragen. Also jetzt niemand, der dir richtig abfällt. Nee. Ja, ich bin schon 8-mal gestorben, also ist schon. Ja, es kommt nicht darauf an, wie oft man stirbt, sondern wie oft man wieder aufsteht. Aber ja, vor allem haben die Gegner ein Ziel. Ein Ziel mehr, meine ich. Der Gegner geht immer auf den Besten. Ich schalte immer direkt die Schaltstelle aus, deswegen. Nee, ich hab schon. So. Tanzt du jetzt gerade da? Ich tanze ein bisschen ab, ja. Ich feier mich ein bisschen. Bin dabei. Sehr gut. Nein! Nur der HSV. Setz mich dabei hin, kein Bock mehr. So, weiter geht es. Aber die Waffe ist auch mal. Total, ne? Aber hier waren wir noch nicht, oder was? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für die Gruppe jetzt gut ist, wenn ich jetzt übernehme. Ich meine, ich habe. Vom Aiming her ist das natürlich. Aber ich habe schon Lust. Komm, dann machen wir mal. Aber du musst mir jetzt Kommandos geben. Oh, ich habe ewig nicht gezockt. Okay. Also Handkanone. Oh, da hier, guck mal. Schurkige Latze. Bam, Alter. Bam, bam. Ist ewig her, dass ich zuletzt gezockt habe. Oh, direkt vor mir einer. Ah ja, ich bin gleich tot, Felix. Cool. Ist einer gestorben? Geh mal hier kurz hier rein. Ja, was soll ich machen? Ich spiele mit der Flinte da weiter, die ist cool. Mit dem? Ja, nee, mit der Handkanone. Oder so. Wolltest du mir die wegnehmen, weil du glaubst, mein Aiming ist dafür nicht gut genug, oder was? Ernsthaft, ne? Ja. Du bist wieder drin. Ja, ich bin also supercharged. Welchen Super drin bist du? Boah, ich mach meinen Super. Welchen habe ich? Bam, so ein Pfeil da. Bam, bam, bam. Ich kenne den Super nicht. Ich habe immer dieses Schwert. Aber auch sehr oft. Streich. Nummer 3 gedrückt, du machst das Schwert und dann kannst du hier weglassen. Oh, nice. Kann ich? Mann, das mich doch. Man ist ja richtig schnell tot. Mit R1 kannst du zuhauen. Oh, geil. Oh, Luis, du bist der Letzte. Du musst noch ein bisschen. 10 Sekunden bisschen, musst du raushalten. 10 Sekunden, lieber abhauen. Ja? Ja, 10 Sekunden. Ich lauf. Okay, Jan ist wieder da. Jan ist wieder da, sehr gut. Back ich bin auch game. 10 Sekunden da. Dann bin weg. Jetzt. Klatsch. Boah. Du kriegst aber einen auf den Deckel. Da ist so viel passiert, seit ich Destiny gespielt habe. Also so viele neue Sachen. Das ist echt derbe. Ah, den hole ich mir. Das wäre gut, ne? Hau doch mal zu. Wieso haut er nicht zu? Wieso hat er nicht zugehauen? Da musst du hauen. Da ist Nahkampf. Ja, aber doch, wenn ich ihn ausgerüstet habe, trotzdem. Oh, ja, seid ihr tot? Weil da auch das Messer ist, wenn du eine Waffe in der Hand hast, ist quasi da auch der Nahkampf. Da haben die das auf der gleichen Taste. Ah, okay. Ich habe die ganze Zeit, ich dachte, das ist dann nur Standard. Danke. Ja, okay. Okay, das Schwert ist ja mega. Ja, im Nahkampf definitiv genial. Boah. Frag mich einer, wie ich es geschafft habe, so krass abzunehmen. Das ist nie passiert. Vielleicht verwechselt er dich mit dem so, weil du auch einen Bart hast. Mit dem anderen Felix. Da oben. Ich geh da rauf. Nahkampf hier, ich komm rein da.
Schnetzel. Oh, was er hier drauf hat. Guck dir das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Alles weggehauen. Achso, jetzt müsst ihr ja, wieder die Minen dingsen. Ja, aber okay. Dieses Mal nicht zerstören, sondern rein in diesen Unterreis. Tschüss. Den Dude. Tschüss, Typ. Und tschüss. Entschärfen. Oh, ey, ist scheiße voll alles. Ja. Wie ich mich hier durchschnetzel einfach. Jetzt mal, ich bin fucking Pirat! Ich bin tot. Du kannst mich. Nee. Ich hau ab einfach, damit okay. Du gleich wieder kommst. Wo bist du denn? Ich hau ab einfach. Ja, okay. 15 Sekunden. Ja, ich hab's versemmelt. Haben wir's versemmelt? Oh, ich hab's so geil geschnetzelt gerade. Ich kann. Ja, aber das war gerade nicht das Wichtige. Aber. Na gut, das hat Spaß gemacht. Willst du wieder spielen für den Erfolg der Gruppe? Also ja, machen wir. Okay, mir macht's nämlich auch ein bisschen Spaß. Ja, ich merk das. Ich bin der mit dem Schwert. Okay, also das gleiche. Du hast übrigens nicht unendlich Schwert. Nee? Ich hab Munition. 10. Ach, 9 hast du. Okay. Aber das macht echt Spaß mit dem Schwert. Ja, macht Bock, ne? Ja. Fump, fump, fump. Was hab ich denn noch hier? So eine Pistole, aber die bringt nichts, oder? Und eine Schrot. Da fragt einer, was du sonst noch privat zockst. Luis. Querbeet. Der Lockenlolli fragt das. Ja. Heißt der echt so? Der Lockenlolli? Das mag ich. Keine Ahnung. Okay, ich gehe nicht vor. Was spiele ich noch? Also. Hallo? Wo seid ihr? Ich gehe noch nicht nach vor. Destiny. Vielleicht COD. Mhm. Ja, also hauptsächlich FIFA. Shooters. Ja, FIFA schon. Also, wenn Kumpels da sind. Also, ich bin nicht derjenige, der sich jetzt alleine hinsetzt und die ganze Zeit einfach nur alleine zocken will. Sondern wenn mich Leute fragen, dann habe ich Bock in so einer Gemeinschaft. Das kenne ich. Wo man quatschen kann und ja, sich kaputt lachen kann, wenn einer ein Camper ist oder sonst was. Ja, oh, nice. Voll geheadshottet. Das finde ich auch am besten. Ja, schön zusammenspielen, ne? Nils? Okay. Ja, guck mal, was ich hier für die Gruppe erreiche auch schon. Oh, ja, aber gut. Man ist schon relativ viel auch dann tot. Aber ich muss die Mine zerstören, also durch kaputt schießen, oder wie mache ich die kaputt? Es gibt zwei Varianten. Einmal die Mine kaputt schießen und einmal die Mine entschärfen. Beim kaputt schießen ist klar. Ach, du bist da auch ein K.O., ne? Mhm. Genau. Ein K.O. Beim Entschärfen einfach nur unter die Mine stellen. Vielen Dank fürs wieder mitspielen lassen. Und abwarten. Okay, da ist aber auch nur drauf, du. So, jetzt geht das los mit den Mines. Okay. Sehe ich die auf dem Radar? Ihr ballert die Gegner, ich hol die Minen. Das ist eine sehr gute Lösung. Okay, so machen wir es. Das wird super jetzt. Ich präpariere mich schon mal. Granat, ich hab's jetzt wieder drauf. Ich hab's wieder drauf. Hier ist drauf. Ja, ich merke auch, wie die Reflexe zurückkommen und so. Boah, jetzt ist schwer. Der Valorak fragt, ob du mit deinem FIFA-Charakter zufrieden bist. Ja, ich denke schon. Du musst mindestens 90 haben. 78 ist zu wenig. Ah, nee, ich bin schon zufrieden. Oh, tot. Oh, diese geilen Kombos hier. Du bist tot? Jo, da musst du ihn holen. Da unten, ja, ich komm. Warte, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht auf dem Radar. Action. Da sind drei andere noch. Oh, vier. Shit, ey, ist schwer. Ich sehe dich gerade nicht. Guck dich mal einen Moment hin, Nils. Wieso? So, wo du bist unsichtbar. Kreis. Und kurz warten, Geduld. Jetzt schnell. Jetzt super. Kannst du okay, jetzt da hinten, ich sehe ihn. Ich komm. Keine Sorge. Aber wohl 8 Sekunden. Oh, dreimal im Kessel. Ja gut, dann Hauptsache ich überlebe. Dann bist du nicht mehr so. Guck mal, den nehme ich von hinten hier. So, letzte Mine. Krass, wie er einfach. Ich bin wieder da, Comeback. Aber man muss auch mal sehen, was ich hier für eine Lernkurve habe. Also ich habe meinen Part erfüllt und ihr? Ja, wir leben. Ja, sterbe die ganze Zeit. Ich versuche die Aufmerksamkeit an mich zu richten. Ja, ist gut. Oh, schon wieder. Sehr gut, den haben wir von zwei Seiten genommen. Oh, schon wieder hinter mir. Orbs hier. Ach, da so mal. Bitte. Okay, das war stark. Jan, ey. Wenn man denkt, du bist 3 Kilometer weiter weg, bist du direkt neben mir. So muss das sein. So, jetzt das Ganze nochmal und dann habt ihr es. Was ist das hier? Oh, was ist das? Ist das böse? Ja. Wenn es auf dich schießt, ist es böse, ja. Ja, ich hab's bisher nicht geschnallt. Da wirft er die Granate, weil er einfach weiß, dass es für die Feinde nicht gut ist. Lass das mal annehmen. Ja, die haben eine Feinde. Ey, ich schieß auf was anderes, du Idiot. Boah, wo bin ich denn hier?
Boah, was bist du denn? So, ich bin da und ich kann mich auch nicht wiederbeleben. Einer müsste die Mine machen. Wo seid ihr denn? Okay. Oh, ich bin aber auch gerade hier. Ich glaub einfach komplett durch. Ich glaub zu dir. Das musst du auch. Shit! Egal! Ich wollte durch die Menge toben, aber die haben mich dran aufgehalten dann. Was habe ich denn geleistet? Habt ihr es nicht geschafft? 139 Kills habe ich geleistet. Ja, ja. Stand doch da gerade. Davon hast du vielleicht, ne? So. Du hast sie alle gemacht, oder was willst du damit sagen? Nee, was wir noch haben, sind hier so geile Shader-Codes. Die können wir irgendwie einlösen. Ich weiß nicht, ob das übers Gewinnspiel laufen soll. Die sind übrigens auch noch dabei beim Gewinnspiel. Das ist doch gut. Die könnt ihr einlösen und dann kriegt ihr so eigene Shader, die sonst keiner hat oder nur wenige. Also nur mal so als Info, dass sie auch noch am Start sind. Ich weiß nicht, ob die Kamera das abfangen kann hier. Wie geil die aussehen. Ohne Spiegelung. Sexy. Nur für euch. Wir haben den heißesten Scheiß. So, Nils, willst du es echt nochmal probieren? Was ist denn das für eine super beleidigende Tonalität, die hinter dieser Frage steckt? Eigentlich hast du ja gesagt, Nils, gib mir das Pad zurück, du bist zu schlecht. Das hast du eigentlich gerade gesagt. Götteslästerung. Gott. Das lag bestimmt nicht an mir alleine, dass wir hier gerade gestorben sind. Ja. Oh, nee. Sie jetzt schön auf das Team schieben, ne? Ja, man gewinnt und man verliert zusammen. Man gewinnt allein, verliert zusammen. So, zieh das doch mal an. Erzähl mir doch nicht, dass du das... Shit. Wo kommt so der denn her, ey? Oh, nein. Oh, was ist das überhaupt für eine komische... Hinter mir steht doch einer die ganze Zeit. Ich bin in so einer Orbkugel. Ja, sag mal, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin aber auch ein Noob. Ich auch, weil ich schön den Code in die Kamera gehalten habe. Ernsthaft? Ja. Naja, gut, der schnellste gibt es. Echt jetzt? Ja. Okay. Bin mal gespannt, wie schnell der weg ist. Ja. Egal. Wir haben bestimmt noch ein paar. Wir haben bestimmt noch ein paar mehr. So, Jungs, ich überlebe für euch, ja? Ich bin euer bester Freund. Boah, der ist unsichtbar! Jetzt raff ich, wie die immer hinter mich gekommen sind. Der kann sich unsichtbar machen. Was ein Schwein! Ja, dann komm mal her jetzt hier, Kumpel. Komm mal her hier, mein Freund. Jetzt schwerte ich dich mal. So, hast du gesehen? Ich bin gerade hier. Wo für die Gruppe. Daher sind die so in der Mitte. Guck mal, zack. So, jetzt mal wieder Zeit für eine Granate. Hab keine mehr? Schade. So, ich glaube, den kriegen wir leider nicht mehr durchgespielt hier. Den Warum? Modus. Upgrade unlocked. Boah. Und noch, sehr gut. Nicht mehr so viel Zeit haben. Okay. Und jetzt, ich mach auch noch mal eine kleine Runde. Mega erfolgreich von mir gespielt. Zeig dir mal, wie es geht jetzt. Willst du den Chat abnehmen? Ja, bitte. Das überfordert mich zutiefst. Was hast du denn da gemacht? Gar nichts. Das läuft da hier wieder ein Schnürchen. Hinter dir ist einer. Ah, das macht echt Laune. Also ich sag das jetzt irgendwie nicht, um mich beliebt zu machen bei euch. Aber das, doch, das macht schon Bock. Das ist schon echt. Ich hab ja Taken King auch mir gekauft, weil Budi hat gesagt, dass er es mit mir spielen möchte. Aber das Laden ist hier echt der Budi, der Budi. Aber das da irgendwie, weiß ich auch nicht, sind wir nicht dazu gekommen. Aber jetzt, wo ich dann nochmal gerade wieder so gut war auch und gemerkt habe, ich habe Erfolgserlebnisse, hab ich schon mal Bock. Ja, ich habe das ja auch bis zu dem Tag, als es rauskam. Die Mine, da muss man die berühren oder muss man die ab runterstehen? In diesem Fall runterstehen, ja. Bis jetzt Dings vorgeht. Ich habe auch eine lange Zeit Destiny-Pause gehabt, bis das Update kam. Und ich muss sagen, es macht auch wieder Spaß. Ja, ne? Was kommt? Oh, ich hab keine Waffe. Was ist los? Ah, ich bin unsichtbar. Ja. Super Charge. Wo sind die wieder? Boah, das war knäpplich. So, Nils. Wir haben es gleich geschafft. Die Runde noch hier, die Ding. Was? So. What? Oh no. Zeit ist um. Ja, das ist schade. Na gut, noch so viel zu zeigen. Aber die Zeit zum Zeigen ist leider vorbei. Übrigens, ne, ihr habt es ja mitbekommen hier, die Köstlichkeiten kann man gewinnen, indem man bei uns auf der Facebook-Seite einen sehr lustigen, kreativen Hüternamen sich überlegt. Und die Gewinner werden von uns ausgesucht und bekommen ja eventuell
vielleicht behalten wir die auch in der Redaktion. Es ist ja oft so bei Gewinnspielen, man sagt so, hey, war und alle gewonnen. Teilen wir das auseinander auf, so, ne? Vor allem, ja. Was willst du haben von den Sachen? Möchtest du? Ich will den Shader haben, den ich gerade schon reingeschickt habe. Du kriegst den Shader? Willst du auch einen Shader haben? Sehr gerne. Dann nehme ich die Konsole. Willst du auch einen Shader haben? Ja, warum nicht? Nehme einen Shader hier. Ich nehme die Konsole. Aber das dürfen wir nicht. Also, ihr müsst dann jetzt abschalten. Ne, ihr bleibt natürlich dran, aber es kommt eine andere Sendung. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, Luis, dass du da warst. Kein Problem, gerne. Zeit ging vielen Dank, Jan. Ratzfatz vorbei. Oder? Wie im Fluge, ne? Ja, wir hätten noch weiter zocken können, ne? Ja, wir zocken jetzt einfach weiter. Genau. Ihr kommt noch ein bisschen Rocket Beans TV. Okay. Und wir können jetzt hier endlich, ohne zu quatschen, unsere Skills auspacken, weil wir uns darauf konzentrieren können, zu schießen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja? Vielen Dank auch dir, Jan, Dankeschön, dass du da warst. Ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt. Natürlich. Und du warst wie immer toll, Felix. Ich weiß. So, ihr auch. Tschüss. Du auch.